Hallo Leute und willkommen zu meinem Review über den Apple Pencil und das Smart Keyboard für das 9,7 Zoll iPad Pro. Ich habe zuvor schon ein Review zum iPad Pro gemacht, das verlinke ich euch hier gleich. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Fangen wir gleich mal mit dem Apple Pencil an. Wie verbindet man ihn mit dem iPad? Man nimmt hier hinten die Kappe runter. Dann kommt der Lightning-Anschluss zum Vorschein, den man hier unten reinsteckt. Und dann sieht man hier gleich oben im Notification Center, dass der Apple Pencil verbunden ist und wird auch aufgeladen. Da möchte ich gleich ein Wort zur Akkulaufzeit des Apple Pencil sagen. Und zwar gibt Apple 12 Stunden Benutzung an, beziehungsweise 15 Sekunden Aufladen ergeben 30 Minuten weitere Benutzungszeit. Ich persönlich kann sagen, ich habe ihn einmal verwendet, bis der Akku leer war. Nach ca. 15 Sekunden war er schon so weit aufgeladen, dass ich ihn wieder für eine längere Zeit verwenden konnte. Allerdings wollte ich wissen, wie lange braucht er von 0 auf 100%. Und das hat mich echt umgehauen. Der Stift war in ca. 25 Minuten von 0 auf 100% aufgeladen und ließ sich dann wieder für weitere 10 bis 12 Stunden verwenden. Wie ihr seht, ich habe den Stift hier abgesteckt und man kann dann gleich auch schon das iPad damit bedienen. Ich möchte euch da speziell zwei Apps zeigen, nämlich eine App, in der man sehr gut zeichnen kann und eine andere App, mit der man sehr gut Notizen bzw. handschriftliche Notizen anfertigen kann, was für mich die zwei Stärken des Apple Pencils darstellen. Also fangen wir mit der App Paper an von 53, vielleicht kennt ihr die, ist sehr bekannt unter den Notizen-Apps bzw. wo man was skizzieren kann. Fangen wir hier gleich mit einer neuen Skizze an. Hier habt ihr eine Auswahl von sehr vielen verschiedenen Stiften bzw. Tools. Hier unten habt ihr dann noch eine sehr breite Farbpalette. Gut, nehmen wir jetzt mal einfach schwarz für den Anfang. Und dann zeige ich euch einfach die Stifte, mit denen man hier skizzieren bzw. zeichnen kann. Also mit der Füllfeder ist das sehr schön. Die ergibt eine klare Linie. Wenn man hier etwas fester drückt, wird sie dicker. Wenn man schneller zeichnet, wird sie auch ein wenig dicker. Wenn man quer zeichnet, okay, bei dem passiert hier nichts, wenn man quer zeichnet, aber bei anderen Stiften ist ja auch bei einer Füllfeder nicht normal, wenn man quer zeichnet. Aber wenn ihr zum Beispiel den Pinsel hernehmt, nehmen wir da eine andere Farbe, das ist wie gesagt wie bei einem echten Pinsel, mit dem ihr etwas ausmalen könnt. Und wenn ihr jetzt etwas mehr in den Quermodus geht, dann seht ihr auch, dass das Ganze ein wenig weniger Farbe hat, also feiner ist, wie es auch bei einem echten Pinsel ist. Und wenn man so macht, dann wird das Ganze wieder ein bisschen intensiver und dünner. Also reagiert wirklich sehr gut, wie bei einem echten Pinsel. Und mit diesem Tool hier, was ich persönlich sehr liebe, lassen sich freihändig Linien zeichnen, wie mit einem Lineal. Das heißt, ich mache so und dann wird die Linie eigentlich schon gerade. Und da können wir hier sehr einfach ein Rechteck zeichnen, beziehungsweise es lassen sich ebenfalls auch Kreise machen und dann hier zum Beispiel Linien durchziehen, wie bei einem Diagramm. Na, das möchte nicht funktionieren. Okay, jetzt geht's. Ja, wie gesagt, ich verwende das sehr gerne zum Skizzieren von verschiedensten Dingen. Allerdings zum Schreiben habe ich da eine andere App und die zeige ich euch jetzt gleich. Dafür verwende ich am liebsten die App Notability. Ich möchte vorweg dazu sagen, ich habe sehr viele Notizen-Apps ausprobiert. Die meisten sind alle gratis gewesen, wie zum Beispiel OneNote oder Evernote oder Penultimate. Aber im Endeffekt war Notability wirklich die App, die mich am meisten überzeugt hat. War auch leider die einzige, die etwas gekostet hat, nämlich 4 Euro. Aber meiner Meinung nach hat sich das ausgezahlt, denn ich verwende sie wirklich täglich und habe einen großen Nutzen davon. Fangen wir hier gleich mal mit einer neuen Notiz an. Also das Ganze schaut jetzt so aus. Ihr könnt hier einen Text dazu schreiben, wie bei Pages oder Word. Habt verschiedenste Schriftarten und Tools, wie man es von einem Textverarbeitungsprogramm kennt. Und dazu habt ihr dann hier oben noch den Stift, einen Bleistift in dem Fall. Wobei, nein, ist eigentlich nur das Logo eines Bleistiftes, aber verhält sich wie ein Kugelschreiber oder so etwas. Hier könnt ihr dann die Dicke der Linien einstellen, sowie auch die Farbe. Dann habt ihr hier einen Marker. Ihr könnt hier PDF-Dokumente importieren und dann mit diesem Marker gewisse wichtige Textstellen anzeichnen. Ist sehr praktisch.
Und dann habt ihr noch den Radiergummi, um Sachen wegzuradieren, eine Schere, um Dinge auszuschneiden, wie bei 53, Paper von 53, was ihr da vorher gesehen habt. Mit dem könnt ihr dann freihändig euer Dokument verschieben. Allerdings gilt das nicht für einen Apple Pencil, denn da erkennt Notability, dass ihr mit einem Apple Pencil verbunden seid und ihr könnt mit einer Hand das Display ganz normal bedienen, während ihr mit dem Stift dann eure Linien zieht. Eine weitere sehr wertvolle Funktion ist für mich, dass ihr hier bei den Papiereinstellungen sagen könnt, ihr möchtet liniertes Papier haben mit verschiedenen Linien, Abständen bzw. auch kariertes Papier, was es dann für mich zu dem perfekten Papierersatz macht. Also schreiben wir hier gleich einmal etwas, damit ich euch zeige, wie das funktioniert. Es gibt beim Apple Pencil die sogenannte Handballenerkennung. Das bedeutet, es erkennt einfach, dass euer Handballen oder eure Finger auf dem Display liegen und ihr könnt einfach dann mit dem Rest eurer Hand das Display nicht unabsichtlich bedienen oder so. Es konzentriert sich also nur auf den Apple Pencil. Also schreiben wir hier gleich, das ist mein Review zum Apple Pencil. Und wie ihr seht, das kann man sehr schön schreiben. Ich habe da schon eine ganze A4-Seite mal vollgeschrieben mit dem Stift. Im Endeffekt, was ihr hier seht, ist eine A4-Seite. Das geht dann von, wenn ihr euch das genau anschaut, von hier bis hier ist es eine halbe A4-Seite. Und von dem Punkt, wo wir unten waren, bis hier ist es dann die restliche A4-Seite. Das heißt, es stört mich jetzt nicht sonderlich. Ihr müsst einfach nur, wenn ihr hier in der Mitte der A4-Seite seid, sozusagen einmal runterscrollen und dann könnt ihr hier weiterschreiben. Beim großen iPad Pro sieht das vielleicht wiederum anders aus, denn das ist so groß, dass es, glaube ich, hier in der A4-Seite schon sehr nahe kommt. Aber stört mich ehrlich gesagt jetzt nicht so sehr. Ja, mit dem Marker könnt ihr dann eben eine Markierung machen und könnt sagen, Apple Pencil ist für euch das wichtigere Wort oder das wichtigste Wort in diesem Satz, was auch immer. Das war jetzt vielleicht nicht so dick, nehmen wir das da. Mit dem könnt ihr schon dickere Linien machen, so wie auch immer. Also damit könnt ihr einfach Textstellen markieren, ist sehr praktisch. Und mit der Schere könnt ihr das Ganze dann auch ausschneiden und zum Beispiel hier hinuntersetzen oder so. Also diese App ist zum Schreiben von Notizen, zum handschriftlichen Anfertigen von Notizen wirklich die beste App, die ich finden konnte. So, für das Smart Keyboard habe ich das iPad hier in eine andere Position gebracht, damit ihr das besser sehen könnt. Im Grunde genommen ist das iPad über den Smart Connector hier unten verbunden. Das Keyboard ist hier immer eingeklappt und dann könnt ihr das Ganze auch schon zumachen und es haftet magnetisch wirklich sehr stabil. Also obwohl es sehr an dieser Stelle ein bisschen ein höheres Gewicht hat, fällt es einfach nicht herunter, weil das magnetisch sehr gut haftet. Gut, dann macht ihr das Ganze auf, könnt das iPad einfach so bedienen, indem ihr das dann nach hinten klappt. Wie ihr seht, das ist auch eine schön ebene Fläche, das stört keinen. Beziehungsweise der Stoff ist dann direkt auf eurer Hand, was es angenehmer macht. Wenn ihr nun die Tastatur verwenden wollt, klappt ihr sie einfach aus, stellt das iPad hier da drauf, was dann auch wieder magnetisch haftet, kann nicht mehr herunterfallen oder so. Und dann stellt ihr es daher und könnt es auch schon verwenden. Dann möchte ich euch gleich einmal zeigen, wie man damit schreiben kann. Das machen wir in der Pages App. Die Tastatur ist mit einem sehr angenehmen Stoff überzogen. Ich weiß nicht auswendig, was das genau für ein Stoff ist, aber fühlt sich wirklich angenehm an. Die Tasten beinhalten den Apple Butterfly Mechanismus, den ihr auch von den neuen MacBooks kennt. Das bedeutet, dass die Tasten, egal wo ihr sie drückt, gleichmäßig hinuntergehen, sich einfach wesentlich präziser drücken lassen. Also schreiben wir hier gleich mal was. Hallo, das ist mein Review zum Apple Smart Keyboard. So, ne? Worauf ich dann gleich zu sprechen kommen möchte, ist das englische Tastaturlayout. Da fragen sich viele von euch sicher, was passiert eigentlich, wenn man hier auf Deutsch schreiben möchte? Es sind ja erstens einmal das Y und das Z hier vertauscht. Es fehlen auch die Umlaute Ä, Ö und Ü. Und gewisse andere Tasten sind auch an anderen Positionen. Zum Beispiel das Fragezeichen haben wir normalerweise hier oben.
In dem Fall ist es hier unten oder das Euro-Zeichen fehlt hier. Und da möchte ich euch gleich mal zeigen, wie ihr das macht. Über diese Taste hier unten könnt ihr zwischen den verschiedensten Software-Keyboards wechseln. Wenn ihr auf das deutsche Keyboard wechselt, dann bekommen die Tasten hier auch die dementsprechende Belegung. Das heißt, wenn ihr auf das Z drückt, wenn ihr auf das Y drückt, kommt ein Z, wenn ihr auf das Z drückt, kommt ein Y. Also eigentlich so, wie man es kennt. Genauso kommt dann noch hier das Ö, das Ä und das Ü, sowie auch das Fragezeichen oder zum Beispiel hier der Doppelpunkt. Mich persönlich stört es nicht, da ich das Keyboard schon relativ auswendig kenne und gar nicht mehr auf die Buchstaben schaue, wo ich jetzt hindrücken muss. Ich habe einfach vom Gefühl her schon, ich weiß einfach schon, wo sich die Tasten befinden. Deswegen stört es mich nicht sonderlich. Also ihr seht, es hört sich auch sehr angenehm an, es fühlt sich auch sehr angenehm an. Ich habe es sehr gern auf diesem Keyboard zu schreiben. Ist vielleicht nicht ganz so das gleiche wie bei einem richtigen Computer, weil ja da das Keyboard auch ein bisschen größer ist, beziehungsweise die Tasten größer sind. Aber es stört mich ehrlich gesagt nicht. Ich komme mit dem sehr gut zurecht und finde es sehr praktisch. Eine weitere sehr praktische und wichtige Funktion beim Smart Keyboard sind für mich die Shortcuts. Die könnt ihr aufrufen, indem ihr auf Command drauf bleibt. Und dann zeigt es euch die Shortcuts an, die ihr jetzt in diesem Moment in dieser App, wo ihr genau seid, anwenden könnt. Also die meisten Sachen sind die, die man auch vom Computer kennt. Also zum Beispiel mit Command A markiert ihr alles, mit Command C kopieren und dann mit Command V einfügen. Dann könnt ihr mit den Pfeiltasten zwischen den Wörtern navigieren oder mit Option und Pfeil Wörter überspringen, mit Shift Option Wörter markieren, mit Command B, mit Command Z kommt man wieder zurück, mit Command B markieren oder kursiv machen, also das kennt ihr alles auch vom Computer. Ich glaube, mit Command Shift W kann man die Wortanzahl einblenden, ist sehr praktisch. Und mit Command H kommt man immer zum Homescreen zurück. Wenn ihr jetzt eine App öffnen wollt, ohne dass ihr eure Finger auf dem Display dazu benutzt, könnt ihr zum Beispiel Command Leertaste machen. Könnt ihr dann direkt zum Beispiel die Einstellungen-App suchen, mit der Pfeiltaste runtergehen, auf Enter drücken und ihr seid auch schon in den Einstellungen drinnen. Also da lässt sich sehr viel machen, ohne dass man an das Display sozusagen Hand anlegen muss. Mit Kommandar kommt ihr wieder zurück. Und sehr wichtig, was ich am Computer oft verwende, ist Command Tab, mit dem ihr einfach zwischen euren Apps wechseln könnt. Geht auch sehr schnell, wie ihr seht. Das war's mit meinem Review zum Apple Pencil und zum Smart Keyboard. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich antworte euch, sobald es geht. Wenn ihr noch weiterhin an meinen Videos dranbleiben wollt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mich abonnieren würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Apple Pie.